Hi, ihr Waldläufer. Heute möchte ich Ihnen euch mal kurz hier meine Regenjacke vorstellen. Die ist von Hele Hansen. Seit 36 Stunden regnet es jetzt am Stück. Und da ist mir der Gedanke gekommen, hier, die benutze ich jetzt seit einem Jahr. Das heißt, ich kann hier auch aus Erfahrung berichten. Die Jacke hat sich super bewährt, ist wirklich absolut wasserdicht, hat natürlich auch eine Kapuze, die man zuziehen kann, die man auch verstauen kann. Ganz cool, hier vorne hat sie natürlich auch ein wasserdichtes Fach für einen schnellen Zugriff. Jeweils links und rechts einen gut abgedeckten, wasserdichten zwei Taschen. An der Seite kann man die Jacke bei Sturm auch noch zuziehen, dass kein Wind drunter geht. Was ich ganz super finde, ist einmal der super laufende Reißverschluss. Man kann hier auch noch eine Jacke einzippen, da ist ein zweiter Reißverschluss drin. Die hat so ein Netzfutter und hier auf der Seite auch noch eine Innentasche mit Meshfutter. Hier seht ihr es auch nochmal. Hier kann man sie an der Bund auch nochmal verstellen. Und was ich ganz super finde, oft sind ja die Jacken, wenn es dann nass wird oder kalt, relativ unangenehm zum Tragen. Meistens hier am Hals dann auch so ein Kälte- oder Nässegefühl hier, die hat. Hier, und das finde ich super, so ein ganz dünnes Vlies. Das heißt, damit kann ich die Jacke auch anziehen. Bedingt als Kälteschutz, ja, da geht kein Wind durch. Wenn ich jetzt wie hier eine Fließjacke drunter habe und hier der Kragen, der schließt super am Hals, ja, dann bin ich komplett ausgerüstet, auch bei stürmischem, regnerischem Wetter. Und das macht die Jacke so perfekt. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis, die kostet so je nach Anbieter um die 100 Euro, stimmt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Das Ding wollte ich hier an den Ärmeln, habe da auch Verschlüsse, da kann man sie auch winddicht verschließen. Kleiner Tipp von mir, kauft so eine Regenjacke nicht zu klein, dass auch jetzt, wie gesagt, bei mir die Fließjacke drunter passt. Und ihr solltet darauf achten, dass wenn ihr die Arme ausstreckt, ja, dass die Jacke nicht hier hinten hängt, ja, dann habt ihr nämlich erst keinen Regenschuss. Sondern bei ausgestrecktem Arm, ja, soll sie gerade bis an die Hand reichen. Und wenn ihr die Hand unten habt, sogar die Hand bis zu den Fingern bedecken. Man könnte auch ohne Handschuhe mal sozusagen die Hand in den Ärmel nehmen. Ja, und seid geschützt und friert nicht an die Finger. Selbst im Sommer bei entsprechenden Temperaturen, Wind, wenn ihr noch in den Bergen seid oder wie hier auf der Schwäbischen Alb mal über 8 oder auf 900 Meter, dann wird es schnell ungemütlich. Ja. Wollte ich euch kurz vorstellen, ja, meine Empfehlung an euch als Sommerregenjacke. Bei mir hat sich das Ding bewährt. Macht's gut, euer Hans, bis demnächst. Ciao.